Hej alle sammen. Jeg hedder Daniel Bachmann Andersen, og jeg vil gerne ønske jer velkommen her på Kleppenhus. Og i dag er temaet med fuld gas ind i min fremtid. Jetzt nochmal auf Deutsch. Hallo alle zusammen. Ich bin Daniel Bachmann Andersen und ich wünsche euch herzlich willkommen hier auf Kleppenhus. Und heute ist das Thema mit Vollgas in die Zukunft. So, heute geht es um ganz viel PS, richtig viel Geschwindigkeit, große Ziele. Hallo zur zweiten Folge bei Daniel Bachmann Andersen. Da ist er schon. Hi Kim. Na, wie geht's dir? Alles gut. Gut, lass uns eine Spritztour ans Meer fahren. Okay, machen wir. Jetzt mal ohne Flachs, ich bin ja der totale Schisser beim Beifahren. Ne? Brauchst du nicht. Ich fahre gut. Schnell? Ja. Wir fahren da jetzt hin, wo wir schwimmen gehen. Das ist toll, weil das... Hast du die Badehose dabei? Na, doch nicht. Kaum hast du drunter. Ich würde es eigentlich machen, wenn, aber das haben wir nicht geplant, Kim. Schlecht geplant. Komm, wir drehen noch mal um, holen eben das Höschen. Na. Sind denn deine Kinder dann auch Wasserratten? Ja, vor allem Philippa, die ist unglaublich. Die kann stundenlang im Wasser sein. Und wie weit ist das jetzt hier so bis zum Strand? 10 Minuten. Maximal. Normal gefahren oder 10 Minuten halt zügig? Mein Fahren. Gut, das sehen wir dann jetzt mal gleich. Ist das so ein bisschen dieses Feeling, dann Flugzeug starten, ja, und rein in den Sitz und jetzt echt? Der Tag, wo Kim Kreling Angst hatte. Super, dachte ich, wusste nicht, dass das passieren kann. Doch, doch. Also als Beifahrer ist das ja so, das ist so gar nicht meins. Ne? So, ich meine. Also ich werde es versuchen, nicht zu fahren. Du wirst versuchen, nicht zu fahren. Auch wieder eine besonders schöne Formulierung. Fährst du auch Ski? Ja. Auch so? Ja. Ah, irgendwie habe ich es jetzt gerade geahnt. Ja. Ach, lieber Himmel. Okay. Ist das jetzt ein normaler Sound oder hast du irgendwo einen Lautsprecher eingebaut? Oder nein, so sagt er. Also das ist ein Kick für dich? Total. Total Kick für mich. Das ist so wie ein gutes Pferd zu reiten. Das ist für mich was ganz Besonderes. Diese Top-Geschwindigkeit ist jetzt nicht für mich so ein Reiz. Und dieses schnell beschleunigen und dieses Gefühl haben, dieses schnelle Bremsen, schnelle Wegfahren, das ist so wie beim Pferd auch. Wenn du das Gefühl hast, dass du das kannst beim Pferd, so und so zurück, so ganz schnell. Das ist genauso, habe ich das gern beim Auto auch. Also das ist eigentlich so ein Marshall Bell mit 4 Reifen. Ja, das kann man gut sagen. Aber für mich ist das auch einfach wichtig, dass man was für sich selber macht. Das einem Spaß macht. Das verstehe ich total. Auf der anderen Seite, wenn du mal überlegst, also wenn ich jetzt mal richtig nachrechne, wirst du dieses Jahr 32? Mhm. Mit 16 hast du angefangen? Ja. Das sind 16 Jahre, das ist gar nicht so richtig viel. Da arbeiten andere 4 Leben dafür. Das ist schon, macht dich das auch ein Stück weit stolz? Ja, unglaublich stolz. Ich denke da nicht so richtig drüber nach im Alltag, aber wenn ich so manchmal gelegentlich darüber nachdenke, was ich alles schon gemacht habe und so, schon, natürlich, macht mich stolz, aber ja, ich bin immer so weiter. Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Was muss ich jetzt erreichen? Was möchte ich jetzt erreichen? Und was muss ich jetzt mit meinem Training besser machen? Wie kann ich mich selber verbessern? Die ganze Zeit, weil daran liegen die Ergebnisse. Die Ergebnisse liegen nicht an den ganzen Turnieren, sondern die liegen in dem täglichen Training. Die Ergebnisse sind nur eine Reflexion von gutem Training und gutes Management. Gut. Sehr cool. Also jetzt werden wir mal so ein bisschen ernst und reden mal darüber, wie das überhaupt alles bei dir losging. Ich habe mal gelesen, ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt, dass du eigentlich schon mit 6 oder 7 geschrien hast, ich möchte gerne reiten. Und deine Mutter hatte ein bisschen Bedenken, weil es zu gefährlich ist. Stimmt das? Na, nicht ganz, sondern meine Mutter hatte Bedenken, dass sie den Sport nicht für sich alleine haben könnte oder den einen Abend unter der Woche, wo die dann zum Reiten gefahren ist. Da wollte sie mich nicht mithaben, weil da wollte die Ruhe haben. Okay, so, verstehe ich. So, ich wollte unbedingt mit und ja, so fing das ja an und dann hatte sie keine Ruhe mehr, weil dann wollte ich immer nur mit und dann habe ich angefangen zu reiten da und dann war ja natürlich dann
mehr so auf mich dann halt alles bezogen, so mehr und mehr und mehr. Und also es kam schon, deine Mutter ist praktisch selber schuld in Anführungszeichen. Sie hat mich ja mitgenommen, sie hätte ja auch sich weiter weigern können und sagen, du darfst nicht mit, aber irgendwann, die hat mich ja mitgenommen. Und so, von daher wurde das ja dann auch unser Ding. Und ja, dann hat das so einfach, mit 10 wusste ich, da wollte ich professionell werden. Mit 10 wusstest du, du willst, okay, das ist natürlich schon fast wie eine innere Eingebung. Das war so. Und du bist auch nie ins Wanken gekommen, nie. Bis heute nicht? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Nicht einmal bereut, auch in den schlechten und schwierigen Zeiten, nie einmal bereut, was ich gemacht habe. Und die Reise, die ich jetzt durchgemacht habe, ich bin einfach total glücklich drüber und alles Ups und Downs, die habe ich, ich lerne von den Ups und ich lerne von den Downs und ja, das ist toll. Du warst ja auch sehr früh dann schon, du warst sehr jung, 6 Jahre in Deutschland. Ja. Bis dahin konntest, glaube ich, wenig bis gar kein Deutsch. Ja, nur halt Schuldeutsch. Ne? Das also. War schon ein bisschen kühn, mutig. Mutig? Ja, keiner. So habe ich gar nicht gedacht. Also für mich war es einfach, ging nur darum zu lernen und der Beste werden. Das war für mich das Einzige, das zählt. Es war mir so egal, ob ich nichts verstanden habe und ich so jung war und ich konnte nicht kochen, ich konnte nicht meine Wäsche waschen und es war alles so, musste ich erstmal lernen. Hast du denn jetzt mal echt, hört uns ja keiner zu, hätte ich jetzt was gesagt, hast du da vielleicht die ersten Tage auch manchmal Rotz und Wasser geheult, weil du dachtest, nein, nie. Ich hatte nie Heimweh. Meine Mutter hat geheult, aber ich nicht. Ja, ich nicht. Ich war, das ging nur. Und dann habe ich mir einfach viele so diese Gefrierpizza gekauft. Du hast mal, irgendwann habe ich gehört von dir den Satz, die Zeit in Deutschland, 6 Jahre warst du bei Rudolf Zeilinger? Ja. Die Zeit in Deutschland hat mich so geprägt und inspiriert, hast du, glaube ich, so gesagt. Das kann man mit keinem Geld bezahlen. Was genau ist es, dass du das heute noch sagst? Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Ja, erstens, weil ich so jung war. Man lässt sich ja viel einfacher prägen, wenn man so jung ist, weil das ja halt alles noch, alles offen steht. Ne? Und Rudolf hat auch immer gesagt, du musst so lange bleiben in einem Stall, dass du ein Pferd, mindestens ein Pferd von jung bis auf Grand Prix, das musst du mitbekommen. Und das habe ich gemacht. Also wir haben etliche Grand Prix Pferde, hat er ausgebildet in der Zeit, wo ich da war. Und das war ja unglaublich lehrreich. Und dann hatte ich ja so ein Glück, dass Rudolf aufgehört hat, Turniere zu reiten in der Zeit. Und dann durfte ich ja relativ schnell die ganzen Turnierpferde reiten und das ging auch mit der Kundschaft und so und die haben alle das gesagt, ja, mach, wenn du meinst, Rudolf, dass das passt, dann so kam das halt, dass ich mit 18 meinen ersten internationalen Grand Prix ritt. Das ist natürlich schon sehr abgefahren. Ja. Und 2015 war das erste Championat, um jetzt mal einen schnellen gedanklichen Sprung zu machen. Genau. War das für dich so ein riesen erstes groß erreichtes Ziel? Ja, schon, aber ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt noch also gar nicht bereit, da zu reiten. Also das war das große Stadion in Aachen und das war alles so überwältigend. Und klar, ich ritt dann für Blue Horse und jeder hat auf mich geschaut. Und ich war aber noch nicht bereit. Ich war noch nicht da, wo man sein musste eigentlich. Ich habe ja auch nur, ich glaube, 68% gehabt im Grand Prix. Okay, aber du bist ja trotzdem da reingeritten. Das ist ja nicht so, dass du es nicht gemacht hast. Nein. Heißt, dir hing das Herz in der Hose? Ja. Ich war unglaublich nervös und ich habe ja danach haben wir angefangen dann sehr viel Mentaltraining, sehr viel mit dem Coach, Topmann, habe ich sehr viel mitgearbeitet und das hat mir so viel gebracht. In dem Moment vielleicht nicht, aber nachhinein ist es so geprägt worden, dass ich wirklich stärker wurde und noch mehr die richtigen Gedanken habe und mich auch damit einfach akzeptiert, dass man nervös wird. Jetzt bist du ein paar Jahre älter, jetzt hast du ein paar Championate geritten, hattest schon mega geniale Erfolge, hast schon eine Teammedaille gewonnen. Ist der Druck jetzt viel weniger oder eher das Gegenteil? Nee, das ist anders, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich noch viel mehr, weil ich warte noch viel mehr von mir, aber ich kann besser damit umgehen. Weil ich habe mehrere Werkzeuge im Kasten, die ich einfach mal einsetzen kann. Wenn ich den Druck merke, dann weiß ich, was ich machen soll. Und verrat uns ein Werkzeug. Erstmal ruhig bleiben und dann habe ich ein Werkzeug, das sagt immer, du schaffst das, du kannst das und du hast es schon mal gemacht. Das macht schon viel aus. Und dann ein Werkzeug, was für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die Nervosität zu akzeptieren und reinzulassen und dann sie zu begrüßen.
Hallo, ich bin nervös. Genau, komm rein, aber park erstmal. Du kannst da bleiben und dann denke ich nur an den positiven Sachen und die guten Sachen und das Reiten und das Genießen und das tolle Gefühl. Das versuche ich zu füttern die ganze Zeit. Und diese negativen, und das kriegt man ja ganz schnell. Dann möchte ich, was ist, wenn ich nicht schaffe? Was mache ich? Was denken die Leute jetzt von mir? Und so geht das ganz schnell. Und wenn man das weiterhin füttert, dann geht das nur in eine Richtung. Und wenn man das andere füttert, dann geht das in die Richtung. Das kann man selber prägen. Aber man kann das auch nicht, man kann das nicht unterdrücken. Die Universität kannst du nicht sagen, ich will das nicht fühlen. Weil das ist unmöglich. Das ist ein Gefühl, was man nicht steuern kann. Man kann das aber reinnehmen und parken. Ein schöner Tipp, reinnehmen und parken. Sehr gut. Das heißt ja, du hast im Laufe deiner, einigen Jahre sind es ja jetzt schon, echt viel gelernt. Total schwierig ist ja immer, du hast es für dich verstanden, verarbeitet. Kannst du das weitergeben? Du gibst ja sehr viel Unterricht. Gibst du das weiter? Was ist dir da besonders wichtig? Ja, doch, das ist genauso wie ich reite. Das versuche ich dann auch weiterzugeben. Und ich liebe das ja wirklich zu sehen, die Entwicklung beim Reiter-Pferd-Kombination und als diese Trainerposition, weil das ist, heißt ja nicht immer, dass man gut, wenn man gut reitet, dass man auch gut Unterricht geben kann und gut vermitteln kann. Zwei verschiedene Paar Schuhe, absolut. So, aber das mag ich unheimlich gerne. Auch wir wirklich den Reitern versuchen, das Gefühl zu geben, was ich selber spüre. Auch, weil das gibt dann auch dem Reiter viel mehr Sicherheit und auch viel mehr das Gefühl, dass das alles machbar ist. Das ist auch das, was man wirklich, wenn man bei irgendwas arbeitet, was schwierig ist, dann muss man trotzdem dem Reiter das Gefühl ermitteln, dass das hier schaffbar ist. Genauso wie man das Pferd ermittelt, das hier können wir schaffen. Bist du denn geduldig als Trainer? Ja. Schon, aber... Total überzeugt. Na, ich bin schon, ich will schon Ergebnisse haben. Ich stehe nicht nur und ich lobe nicht, wenn das nicht gelobt werden muss. Ich bin schon streng und ich erwarte schon sehr viel. Genauso wie, dass ich sehr viel von mir selbst erwarte, erwarte ich auch sehr viel von meinen Schülern. Left flexion, yeah, super. Right rein. Take and give a little bit on that left side. Yeah, super, super, good, good attack. Good, good, there, up, light. Up, light, good. In front of the leg. There, there, there. Super, trot again. Very good. Wow. Rett med deg selv. Ikke svinge. So he sits straight himself so he doesn't swing with the horse. Skal jeg se mye li? Ja, takk. Litt kortere tøyler også. Ja. Ja. Godt. Yes. Fin. Kortere tøyler. Were the best? Those were the best. Yeah. Ja. Ja, dyktig. Godt. Sett han litt mer. Bøy litt mer. Utvendig tøyle. Mer galopp, mer galopp. Så kan stoppe opp. Mer galopp, 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 galopp. Og sitt med deg selv. More galopp, mer galopp. I understood that. You do not really discuss things. No. He tries exactly. And try and error. Exactly. Okay. Dyktig. Dyktig means? Good. Good. Good boy. Fint. Det var bra for i dag, va? Wirklich fein. Fertig, oder? Ja. Kannst du kurz zu uns kommen, Daniel? Natürlich. Sehr schön, oder? Zufrieden? Happy? Happy, ja. Sehr gut. Du sitzt auf einem bildschönen Pferd. Und dieses bildschöne Pferd gehört, glaube ich, einer Dame, die, wenn ich das richtig weiß, so deine erste richtige Kundin war. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe sie mitgebracht. Wie toll. Guck sie dir doch einmal an. Ich beobachte Daniel Bachmann-Andersen schon sehr lange, wie er mit seinen Pferden umgeht, wie er reitet, wie er sie auch auf Turnieren vorstellt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Immer, ich bewundere ihn, weil er ein sehr effektiver, aber trotzdem auch ein sehr feiner Reiter ist.
Und wie er sich selbstständig gemacht hat, war ich, glaube ich, eine der ersten, die ihm sofort eine Facebook-Nachricht geschickt hat und ihn gefragt habe, ob er nicht auch meine Pferde übernehmen würde. Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass auch Daniel weiterhin meine Pferde ausbilden wird. Und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft. Ja, ich wünsche ihm alles Gute. Toll, das ist ja toll. Unglaublich. Fantastisch. Also das muss ich sagen, wie war das denn für dich? Per Facebook kriegst du eine Nachricht von Sissi Max Theurer. Da hast du doch wahrscheinlich erst mal gedacht, up, oder? Ja, also ich habe noch zu Tier gesagt, boah, wie viel Glück kann man eigentlich haben, so eine Besitzerin zu haben. Es ist einfach sowas von toll und wir haben eine super Zusammenarbeit. Und ich freue mich einfach jeden Tag, diese tollen Pferde zu reiten und ausbilden zu dürfen und auf Turnieren vorzustellen. Aber auch ohne Druck und ohne, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt jedes Wochenende los. Sondern wir machen es so, wenn es passt und die Pferde bereit sind. Und das ist einfach so eine ganz, ganz tolle Reise, die wir jetzt schon zusammen geführt haben. Und ja, ich freue mich so auf die weitere Zeit und hoffentlich viele, viele Jahre noch und viel Erfolg. Hi Kim. Hallo, hallo. Aha, Organisationszentrale hier gerade. Was wird geplant? Ja, also hier aus diesem Platz hier planen wir eigentlich alles und besprechen auch alles und ja, genießen auch die Zeit hier zusammen und reden über die Pferde, gehen über Turniere und Ritte durch. Und du hast gerade so schön gesagt, hier wird geplant, hier werden Entscheidungen getroffen. Ihr habt eine Mega-Entscheidung getroffen. Ihr zieht um. Sehen wir auf Julianelust. Das ist die Anlage von Agnete und Klaus Kittingal. Und da freuen wir uns riesig drauf. Wir haben eine super Zeit hier gehabt auf Deppenhus und wir haben echt viel Glück gehabt hier und super Team und alles ist toll. Nur wir sind jetzt ein bisschen zu groß geworden, weil wir brauchen einfach mehrere Boxen, wir brauchen mehrere Wohnungen, damit wir unsere Leute hier unterbringen können. Jetzt im Moment wohnen die alle so ein bisschen verteilt überall und von daher wird das sehr schön, alles so unter einem Dach zu bekommen. Also wenn ich das, 2020 hast du dich selbstständig gemacht, 2022 sitzt du hier und sagst schon, wir platzen aus allen Nähten. Ja. Hast du manchmal ein bisschen Angst vor dem Tempo, wie das wächst? Nein, weil ich das nicht größer haben möchte. Also bei mir 30 Pferde oder 30 Boxen, also 32 Boxen, was wir jetzt haben, dann ist Schluss. Ich will es nie größer haben, weil ich will immer noch alles so unter einem Hut kriegen und ich möchte auch alle Pferde sehen, alle Pferde so ein bisschen betreuen, auch obwohl ich nicht alle reiten kann jeden Tag. Muss ich, will ich unter mit allen Pferden einen Finger mit auf dem Puls haben können. Also, wir werden natürlich euch unterstellen, ihr zieht um, damit wir noch mal kommen können und gucken, wie es dann bei euch ist. Es war mega schön bei euch. Wir haben viel über euch gelernt. Trecker fahren, Beach, alles Mögliche, Kids, Abendessen, Chefin in der Küche. Aber wir werden natürlich kontrollieren, wie das dann in eurem neuen Domizil läuft. Erstmal ein mega Riesendank an euch. Ganz gedrückte Daumen für die Saison mit großen Zielen und dann erstmal einen gelungenen Umzug an euch. Vielen, vielen Dank. Das war's. Wir waren bei Daniel Bachmann-Andersen und seiner Familie zu Gast. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir werden ihn natürlich weiter im Auge behalten. Tschüss.